Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge House of Ashes im Duo mit dem lieben Sven. Hallo. Irak 2003. Ja, ist ein bisschen Zeit vergangen, würde ich sagen, ne? Bist du, oder? Rachel. Okay. Johnson, Kolschick, Rittmund. Chris Johnson. Eric okay. King, Leutnant, Colonel. Bei AMIs. Willkommen im Camp Slayer. Sie sind früh. Tut mir leid für die frühe Ankunft. Aber die Zeit drängt. Verstehe, Colonel. Wir sind froh, dass Sie hier sind. Die Technik für die Präsentation steht. Wir warten auf Nachricht vom CEO. Dann geht's los. Das sollten Sie lesen. Stimmt, der Vater. Und kennen wir die Person dahinter nicht? Nicht gehört? Blunder, ne? Ihr habt einen neuen König. Sieht so aus. Sieht aus wie die, zum zweiten Teil. Oder sie ist jetzt wieder was anderes. Meine Assistentin Clarice Stokes. Dr. Clarice Stokes. Kolchak. Zuvor ist Lieutenant Kolchak. Schon bald. Na? Ich sag mal nicht. Besprechungszimmer? Was hast du? Sie sieht sie wieder was anderes? Also hier haben sich zwei Leute gerade geknutscht und... Ich sehe was anderes. Noch ist alles ein wenig chaotisch hier. Ich spiele gerade mit dem Colonel. Oh, dann spiele ich gerade die Tochter, oder was? Vor ein paar Wochen hat Saddam es sich hier gut gehen lassen. Hat Schokoriegel verputzt, während... Rachel King heißt der. Hübsches Bild. Ah, wenn er nur wüsste, wie es jetzt hier okay, aussieht. Okay, kann mich jetzt hier umgucken? Gefällt mir. Ich habe noch Katzen. Wir haben die CIA, wir haben die Army, die Marines, DIA, die Air Force. Hey, alle sind dabei. Jeder will ein Stück Geschichte. Gott schütze Amerika. Okay, ich darf jetzt hier rumlaufen mit einem Koffer in der Hand. Okay. Hier sind so Zelte. Schublade, hier ist ein Ring drin. Ja, alles schön angucken. Abziehen. An. Hallo, alter Mann. Schön weiter trainieren. Hey, mach doch mit. Vielleicht lernst du ja noch was bei mir. Später. Wir haben Besuch. Naja, will die Süße hier mal sehen, wie ich ins Schwitzen komme? Komm doch näher, Kleines. Von hier sehe ich mehr als genug, danke. Ignorieren Sie Corporal Mervins schlechte Manieren. Jede Einheit hat wohl ihr eigenes Arschloch. Sergeant Kay. Nick Kay, Sergeant. Rechtfertigend romantisch. Das ist Lieutenant Colonel King. Ich bringe ihn ins Besprechungszimmer. Ja, bereite mich vor. Wir sehen uns dann, Marine. Und was ist sein Problem? Die läuft gerade so komisch. Vor ein paar Wochen gab es einen Schusswechsel. Ein Zivilist starb. Das setzt ihm zu. Kommt er klar? Er schafft das, Sir. Er ist bereit. Joey, die haben dich am Schreibtisch geparkt? Soll ich wen anrufen? Nee, passt schon. Hinterm Schreibtisch fängt man sich nicht so viele Kugeln ein. Und das ist der berühmte Satellitentyp. Der berühmte Satellitentyp. Eric King. Lieutenant Colonel Eric King. Gib dem Colonel vollen Zugang. Fuck. Sir? Ich sag Ihnen, wenn die Queen Bitch Wind davon bekommt, dann flippt sie aus.
Die Queen Bitch, wie sie sagten, ist seine Frau. Toll, Hitzkopf. Okay. Ist das eine Katzene? Immer noch, ja. Sir, es tut mir leid. Rachel hat nie einen Mann erwähnt. Wir haben getrennt gearbeitet. Sie ist jetzt die Queen Bitch. Mach ruhig weiter. Ist aufgestiegen. Was ich hätte was vom Lied. Für uns ist das sowas wie ein Kosename. Bin jetzt in der Zentrale drin. Dann bist du das dann? Ich bin Rachel King, ja. Mrs. King. Ach, dann bist du meine Frau. Eric. Du siehst gut aus, Rachel. Befehlend grob. Mhm. Lieutenant Colonel, was? Hat sich die Arbeit doch gelohnt, was? Gab's da Zweifel? Stimmt, ich hätte dir Bescheid sagen sollen. Mein Fehler. Alles eskalierte, ich musste schnell handeln. Ich schulde es meinem Team, einen Schritt voraus zu sein. Ich weiß, Rachel, aber CENTCOM gab den Befehl. Befehl? Ich bin jetzt Commanding Officer. Wollte nicht, dass du es so erfährst. Ehrlich. Tut mir leid, Rach. Irgendwie bezweifle ich das sehr. Das ist von SOC Central. Sie bestätigen, dass Lieutenant Colonel King das Kommando übernimmt. Jeez. Ist jetzt mein Team, Sven. Oh. Ich brauche Netzwerkzugang. Wer ist das? Das ist Dr. Stokes. Ich habe alle Freigaben erteilt. Aber natürlich. Okay, gut, jetzt weiß ich auch Bescheid. Das ist doch die, oder? Dr. Stokes, bereiten Sie die Präsentation vor. Taylor. Du hast was gefunden? Und den anderen habe ich auch gefunden, den Freund von Taylor. Was zur Hölle? Der ist auch hier Soldat. Das sind Bilder aus dem streng geheimen Kalos-Programm. Und das soll mir irgendwas sagen? Da rechts. In der Brille. Ein thermisches Satellitensystem, das ich protegiert habe. Oh, beeindruckend. Dann protegieren Sie. Benehmen Sie sich immer okay. So, Corporal. Die Jungs wollen nur eine Pause, Sir. Nichts für ungut. Nun gut. Satellitenaufnahmen des Kriegsgebiets haben eine Art unterirdische Lagerstätte gezeigt. Ich vermute stark, dass Saddams chemische Waffen hier versteckt sind. Aber das muss natürlich noch näher untersucht werden. Wir haben dich, du Hundesohn. CENTCOM hat grünes Licht für den Zugriff und die Beschlagnahmung aller Waffen gegeben. Die Kampfhandlungen sind vorbei, aber überall sind Aufständische der republikanischen Garde. Sie könnten die Waffen jederzeit einsetzen. Es ist Eile geboten. Die Army nimmt uns in ihren Helis mit. Bei Ankunft führt Lieutenant Kolchak den Sturm auf das Lager an. Wir sichern es und führen die Waffeninspektion durch. Aufgepasst! Es gab einen Führungswechsel, aber das hat am Wert von Rachels Missionsverständnis und Ortskunde nichts geändert. Sie fliegt mit uns und wird so respektvoll behandelt wie zuvor. Gibt es Fragen? Worauf warten wir noch? Bereit! Das ist Stammesland da draußen, Colonel. Machen Sie sich nichts vor. Das sind Wilde. Bekommen wir Luftunterstützung? Nein. Zu viele Vögel lassen uns auflegen. Schnell rein, schnell wieder raus. Das hat deine Mama auch zu mir gesagt. Hey, Vorsicht, Junge. Hätte ich nicht schnell rausgezogen, wäre ich jetzt dein Papst. Okay, das reicht, Mervyn. Sir, was meinen Sie? Ich
Wir regeln das schon. Geht's schief, ziehe ich die Reißleine und wir hauen ab. Bei allem Respekt, aber ich halte das für falsch. Bei allem Respekt, Lieutenant Kolchak, das entscheiden nicht Sie. Wir halten uns bis zur Sicherung bedeckt. Melden wir uns binnen 24 Stunden nicht zurück. Startet CENTCOM eine Rettungsmission. In der Zeit kann eine Menge passieren. Jetzt sei kein Weichei. Ich meine ja nur. Sieht doch wie Dänen. Deswegen führen wir Krieg. Ja. Deswegen stehen wir jeden Morgen wieder auf. Denkt daran, Ladies und Gentlemen. So halten wir Saddam vom Einsatz dieser Waffen ab. Wir fliegen in einer Stunde. Wegtreten. Schnell rein und wieder raus dann. Clarice, helfen Sie mir mit den Geräten. Bin dabei. Ich weiß nicht. Hier stimmt was nicht. Ich habe so ein komisches Kribbeln im Nacken. Ah, Waschen. Süßer. Eine Massage wird das schon wieder richten, oder? Ich mein's ernst. Ich habe da ein mieses Gefühl. Das kommt davon, wenn du zu viel mit Eric rumhängst. Können Sie irgendwas tun? Ich lade die neuen Satellitendaten runter. Offenbar brauchen sie kurz Zeit allein. Danke, Clarice. Und willst du? Eric. Wir müssen reden. Oh nee. Ich muss dir etwas sagen. Hör zu. Deine Operation zu übernehmen war nicht meine Entscheidung. Wir haben uns sehr lange nicht mehr gesehen. Eric. Lass mich bitte ausreden. Es gab keinen Tag, an dem ich dich nicht vermisst habe. Ich wollte dich immer bei mir haben. Ich hab dich so vermisst, Rach. Es geht hier nicht um uns, Eric. Ich will einfach, dass es wieder so wird wie früher. Was wir hatten... Es lief nicht so toll zwischen uns. Wir haben viel erlebt. Viel Schlimmeres. Können wir nicht reden, wenn es mal vorbei ist hier? Bitte, Eric. Wir reden, wenn wir Zeit haben. Aber nicht hier. Und nicht so. Du trägst noch deinen Ehering. Hey, vorsichtig damit! Oh Mist, sorry. Was ist denn in der Zauberkiste? Fuck, was ist das? Licht. UV-Licht. Und wir suchen damit das? Nach Sprengstoffen. Leuchtet blau? Nein. Wie lange noch für den Download, Clarice? Ich brauche ihn schnell. Sind 5 Minuten schnell genug für Sie? Download läuft noch. Gut, ich prüfe mal die Satellitenkarte. Nicht die beste Bandbreite. Es wird schon reichen. Können Sie das unterzeichnen? Ha? Die Ausrüstungsfreigabe. Bitte. Oh, klar. Hätte nicht mal aufgeguckt. Ja. Und zwar doppelt. Hätte unterschrieben, ey. Ja, verstanden. Oh, ich darf mich umgucken. Also, die zwei waren mal verheiratet. Ja. Oder sonst noch. Oh. Was hast du denn jetzt hier angeguckt? Was wolltest du denn vorlesen? War das hier? Das hier? Wo war denn das? Klar, ja. Aber kannst du gerne. Ja, wir haben nicht viel Zeit, glaube ich. Wir haben wieder nur so 5 Minuten oder so bestimmt. Ich bin nicht, ne? Logo von CENTCOM. Datum 20.05.2003. Betreff dringende Ergebnisse erforderlich an... Amtierende CO Rachel King, vertraulich. Zu Beginn des Einsatzes der Cerberic Group muss nochmals betont werden, wie wichtig der Erfolg dieser Mission für uns ist. Erstens, unsere Militäroperationen erfordern einen eindeutigen und überzeugenden Endzustand. Die Streitkräfte der Vereinigten Staaten wurden eingesetzt, um die Bedrohung der internationalen Gemeinschaft durch Massenvernichtungswaffen des Iraks zu beenden. Solange die Existenz dieser Bedrohung nicht nachgewiesen ist, ist unsere
Intervention nicht vom Völkerrecht gedeckt. Zweitens, mit Beendigung der Kampfhandlungen steigt die Gefahr, dass das Regime Beweise für die Existenz von Massenvernichtungswaffen beseitigen könnte. Die Sovereign Group muss schnell handeln, um Lagerstätten von Massenvernichtungswaffen und das dort beschäftigte Personal zu identifizieren und zu dokumentieren. Drittens, unsere Verbündeten in der internationalen Gemeinschaft müssen Gewissheit haben, dass unsere Geheimdienste verlässlich arbeiten. Wir erwarten baldige Meldung. Unterschrift Simon Fuller, SG, Einsatzleiter, Director of Human Intelligence, DIA. Streng vertraulich. Auf der Rückseite ist nichts. Okay, dann fange ich jetzt mal an. Logo von CENTCOM. Mhm. Datum 5.05.2003. Betreff Missionsziele der Survey Crew. An Amt des Direktors der CIA. Amt des Direktors der CIA. Die Missionsziele der Survey Crew lauten: Erst Koordination der nachrichtendienstlichen Kapazitäten sämtlicher Behörden und Streitkräfte der Koalition US, UK und aus. Zweitens, Auswertung von Geheimdienstinformationen zum Zweck der Entdeckung, Sicherstellung und Dokumentierung von Personal, Einrichtungen und Tätigkeiten im Zusammenhang mit Massenvernichtungswaffen. Drittens, Organisation und Leitung von Militäreinsätzen zur Entdeckung und Sicherstellung von WMD-Lagerstätten im Irak. Die Cherry Group untersteht in direkter Linie CENTCOM und dem Direktor der CIA. Missionsergebnisse zur Unterstützung von Operation Iraq Freedom sollen ab den 1.6.2003 vierteljährlich veröffentlicht werden. Okay. Das war. Rückseite? Warte mal. Organisation und Leitung von Militäreinsätzen. Okay, das heißt schon, ne? Ja, das war's. Rückseite ist nichts. Leer. Oh, was ist das hier? Auf hier zum Lesen. Hier ist auch noch was. Erstmal die Tasse wegschieben. Oh, was ist das, was ich denke? Vertraulich. Einsatz Irak. Warte mal kurz. Ist aber nur für den Rauch, sonst nichts. Auch Granaten. Okay. Einsatz Irak. Die setzen wir nur zur Deckung ein. Verstanden? Verstanden. Kann ich lesen? Nicht vergessen, Saddam verstößt gegen die Waffenkonvention. Du redest gerade. Ne? Nee, ich hab gerade entschieden, dass wir Rauchgranaten mitnehmen. Jetzt kannst du. Okay. Einsatz Irak, Cherry Group. Alle so komische Wörter. Mileman, Nachrichten-ID, CENTCOM, WatziJ-Stoff. Ich wollte Banditenaktivitäten, Soran-Gebiet, Bericht über Verschwinden zweier Entwicklungshelfer. Shit. Download fertig. Download fertig. Los zu den Helis. Boah, ey. Das finde ich kacke, dass man da immer nur so ein bisschen Zeit hat. Was? Was? Du willst mich was fragen? Das meine, da genau war noch mehr, ansehen. Die man. Was man an. Aber richtig spielen kann. Ich nehme an, du meinst unseren neuen CEO? Netter Typ. Aber hier draußen bringt nett nichts. Was hältst du von ihm? Wirkt irgendwie abgelenkt. Die haben sich übrigens geküsst, ne? Rachel und er hier. Echt? Am Anfang. Oh, okay. Coyote 2 hier, Mailman 2-1 Actual. Vielleicht war das doch nicht so gut, den Ring aufzusetzen. Oh. Den Ring von Eric. Hast du gemacht, ja? Ja, kann ich entscheiden. Verstanden. Vielen Dank. Wir sind Funkstelle einhalten.
Coyote 2 out. Ein Holzbein. Bereithalten, Jungs. Wir sind gleich da. Bringt gerade einen Soldaten ein Geschenk. Was haben deine Mutter und das Bermuda-Dreieck gemein? Warum erzählst du es mir nicht? Wir sind gerade im Helikopter. Beide schlucken Marines. Okay, ist wieder was anderes. Nicht übel, Kleiner. Hör mal, deine Mutter ist so heiß. Oh, jetzt bin ich hier so ein Soldat. Oh Mann, wie lange hattest du den parat? Sowas gefällt dir? Hab noch verdammt viel mehr davon auf Lager. Das sagt doch deine Mutter. Schluss mit dem Scheiß. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Kann ich eigentlich reden, oder? Ich lass mich nur an einem Ort von einer Frau rumschubsen, okay? Und das ist im Bett. Die sind nur am Quatschen hier im Helikopter. Ihre Mutter lässt Frauen in ihr Schlafzimmer, hoffentlich. Warum bist du nicht dabei? Mann, Rachel. Keine Ahnung, ich spiele gerade zum Irak-Soldat. Was gibt's dazu? Ah, okay. Nee. Wir sind gerade im Einflug. Ich will exakt alle vier Stunden Kontakt zur Luftraumüberwachung. Sergeant K, hörst du mir zu? Ja, verstanden. Kontakt zur LRÜ alle vier Stunden. Hey, was immer mit dir los ist, lass dich nicht ablenken. Ich brauch dich hier, bei mir. Kann ich auf dich zählen? Ich frag dich noch einmal, kann ich auf dich zählen? Ja, kannst du. Ich stehe dir bei, Nick. Egal, was kommt. Ich weiß. Das hoffe ich. Semper Fi. Semper Fi. Semper Fi? Was ist das, ein Pfadfindermotto? Das ist unser Motto. Es heißt immer treu. Ja, und? Soll das Glück bringen? Marines können sehr abergläubisch sein. Oh, zum Beispiel? Gut, ein Beispiel. Man darf sich nie umdrehen, wenn man den Heli verlässt. Sonst sind alle verflucht. Das ist so ziemlich das Dümmste, was ich je gehört habe. Naja, kann sein. Aber ich finde, warum das riskieren? Immer schön nach vorn sehen. Schaust du im Kampfgebiet zurück, dann wirst du ganz schnell abgeknallt. Jetzt geht's los, Marines. Das ist der Grund, warum wir hier sind. Ich glaube, jetzt landen wir. Bei Gott, wir schaffen das. Siehst du schon einen Helikopter unten? Nee, ich bin gerade bei ihm zu Hause. Jetzt in der Landezone mit Jason. Okay. Wir landen genau jetzt. Erzähl. Hey, Joey! Warum zur Hölle hast du das getan? Irgendjemand sieht uns da hinten. Hast du so einen blauen Pullover? Nee. Also bist du doch nicht. Am Helm. Ausschwärmen, nicht schießen. Keine unnütze Gewalt. Runter, runter! Auf den Boden, los! Hände auf den Rücken! Wir gehen jetzt in so ein Haus rein. Da waren so arabische Leute. Oder iranische. Ich hab gerade hier so ein Auto vorbei, einen Truck vorbeifahren sehen. Okay. Zimmer geräumt! Geräumt! Gebäude ist gesichert. Gefangene fügen sich. Verstanden? Gebäude gesichert. Corporal Mervyn soll gelben Rauch an der LZ zünden und den Colonel holen.
Nur ein Reinfall. Die Leute hier sind nicht der Feind, es sind nur Hirten. Ich bin hier Arabisch, verstehe kein Wort. Lieutenant Colchak, hast du Untertitel, oder? Nö, keine Schüsse, Sir. Keine Toten. Nee, ich hab an, wenn die Arabisch reden, verwirrt. Dann... Gefangene? Haben Sie einen Eingang zum Waffendepot gefunden? Negativ, Sir. Wenn es eins gibt, ist es gut getarnt. Wenn es eins gibt, was soll das heißen, Lieutenant? Colonel, ich glaube, hier sind keine Feinde. Die Männer hier scheinen nur Hirten zu sein. Sind Sie sicher? Ist das nicht nur Tarnung? Vielleicht hat er recht. Wenn das Zivilisten sind, hat Lieutenant Colchak gut daran getan, vorsichtig vorzugehen. Eine neue Szene? Das lief prima. Ach ja? Der Hof ist besser gesichert als das Höschen. Wehe, Sie reden weiter, Corporal. Können Sie befragt werden? Ja, aber sparen Sie sich die schweren Physikfragen. Gehen wir. Passt auf. Wenn einer auch nur die Stirn runzelt, will ich es wissen. Verstanden. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber irgendetwas stimmt hier nicht. Ach ja? Ist das diese berühmte weibliche Intuition? Ja, jetzt willst du sehen, Amerikanisch was passiert, wenn sie wütend wird? Wir sind noch in der Hütte. Aber hier sind nur Hirten. Ich durchsuche dich nur. Keine Waffen. Okay. السلام عليكم يا أخي لازم أسأل السؤال ولازم تقول الحقيقة فين مدخل مخزن السلاح؟ هسألك مرة تانية فين مكان المخزن؟ Oh, hier sind so eine komischen Stücke wieder. So Talisman Shit, oder sowas. Was ist das? Okay. Eine Art Götterbild. Götterbild. Vielleicht heidnisch. Ida. Hadarafu Urayim. Okay, guck hier gerade. Oh, da unten bist du. Bin ich da unten. Verdammt, du Scheiß. Eric spricht da gerade mit drei Soldaten. Was zum Teufel? In Tukam hin. Was haben wir noch? Das reicht mir jetzt. Corporal, bewachen Sie die Gefangenen. Hast du es gehört, Marine? Zwei Gefangene? Zwei Gefangene, drei haben wir hier, ja. Ich sehe hier zwei auf dem Boden liegen. Gefesselt. Draußen, ja. Einer steht Wache von euch und zwei liegen hier unten. Er war bewaffnet, Ma'am. Oh, doch eine Waffe. In diesem Land trägt jeder Waffen. Eine AK. Die Bundeswehr ist groß, ja. Mehr als du für die Schweine brauchst. Wo ist der Eingang? Im Gebäude ist ein Stück Decke weg. Das reicht, Lieutenant. Eine andere Sprache verstehen die doch nicht. Tun wir noch? Ich hab alles im Griff. Hab ich gemerkt, wie du alles im Griff hast. Gibt's noch mehr Gefangene? Ja, in der anderen Hütte. Kommen Sie. Keine Ahnung, wie die heißt, aber ich sag jetzt mal Tyler. Tyler. Na, wir gehen jetzt, glaube ich, auf die andere Seite. In die andere Hütte gehen wir jetzt. Ah, da ist der andere. Der andere Gefangene. Wir sind schnell im Start. Gucken, dass ich Untertitel anmache. Ja, dieses Minimal-Ding reicht ja schon. Ja. Denn nur wenn die halt nicht Deutsch sprechen, dass dann halt Untertitel kommen. Der macht ja die Kamera noch näher dran, Alter. Alter, ein Raketenwerf. Schieß rauf. Ich schieß jetzt auf euch.
Jetzt bin ich draußen. Komm, auf wen ziele ich? Ich habe ein blaues T-Shirt an mit einem Käppi. Da kommt ein Hubschrauber. Ja. Von wo aus kannst du ihn sehen? Wir arbeiten noch zusammen, oder? Oder sind wir jetzt im Moment Gegner? Da muss ich dir das ja jetzt nicht sagen. Weiß ich nicht, ob wir Gegner sind gerade. Weil ich spiele halt die irakische Armee gerade. Achso. Hast du was zu sagen, Sergeant? Also kannst du jetzt schon entscheiden, ob dein von uns tot ist oder was? Scheiße. Theoretisch schon, ja. Wo sind die Spuren? Nein. Wer ist. Mann, das hier war ein Griff ins Klo. Kann jetzt diesen Hubschrauber da abschießen. Wir haben Befehle, Sergeant. Nee, weit nicht. Okay, der Colonel übernimmt. Sven, warum hast du denn jetzt den Hubschrauber abgeschossen? Das war der Colonel, der hat mir das weggenommen. Weil ich das nicht wollte. Ach so. Ihr Arschlöcher! Oh, da ist der erste weg. Scheiße, beschissener Scheiß! Das war nur so ein Standardsoldat, wa? Ja, ja, war nur ein Standardsoldat. Aber ich habe eine Steinplatte gefunden gehabt, da habe ich Rage gesehen. Oder wie die heißt. Okay. Die hat da den anderen Typen da entwaffnet hier. Mit dem Basecap. Basecap. Oh. Oh, geschafft. Kreis zu drücken. Ja, wie gesagt, ich gucke nur auf die Farbe und dann weiß ich, okay, gelb ist oben, wisst ihr. Ja, aber ich habe ja keine Farben auf dem Controller. Ich habe nur die Symbole. Ja, aber ich. Ja, du weißt ja, dass grün oben ist. Pink ist links. Nicht blau ist unten. Halt, warten Sie! Nee, Dreieck ist grün. Musst du doch wissen. Grün ist oben. Blau ist unten. Ich guck eigentlich nur auf die Zeichen, nicht auf die Farbe. Nee, ich guck auf die Farbe. Das ist schwer zu treffen. Sie rücken vor. Ja, den muss ich jetzt töten. Also ich hab den Helm. Und in der Mitte ist was Rotes. Das bin ich ja. Mit so einem roten Zeichen. Heizen wir ihn mit WP ein. Kein Phosphor auf Menschen schmeißen. Na, komm schon. Sollen wir etwa am Lagerfeuer Händchen halten und Kumbaya singen? Jetzt halt mal die Klappe und lass mich nachdenken. Du hast was halt rote doch in deinem Helm drauf, ja? So Zeichen. Und so ein Netz. Das bin ich. Also ein Helm mit einem Netz drauf. Ich halte sie auf. Warte mal kurz. Ist der. Helm mit Netz. Okay, wenn ich es sehe, schieße ich dich nicht ab. Da ich ja Vater eines Sohnes bin, mache ich den Scheiß hier nicht mit. Hier, ich hau ab. Der Colonel hat mich gehauen, Alter. Er hat dich gehauen? Wir kämpfen gerade. Oh shit. Na geil. Ich muss ja auch gerade kämpfen. Oh, eine Granate. Bullshit, Mann. Ich weiß, es tut weh und du stirbst doch nicht. Halt still, ganz ruhig. Ist eine Fleischwunde, nur ein Kratzer. Halt bloß still. Lügner. Ich sehe gerade Eric hier. Ich bete für dich. Private Prowler? Wer ist ein Prowler? Zu von irgendeinem Kriegsfilm, den ich nicht kenne. Ausschwärmen und kämpfen! Verdammt! An alle, hier ist Dropkick. Funkstelle beendet. Krieg ich einen Lagebericht zum Feindkontakt? Over! Dropkick, hier ist Killjoy 2. Wir stehen unter schwerem Beschuss. Ziele sind zur LZ vorgedrungen. Mein Gott. Geht es noch schlimmer?
Private Paula, meinst du? Hast du das? Auf den Boden, sonst blasse ich dir deine verdammte Birne weg. Spielst du gerade mit dem Basecap? Ja. Okay, nee, das war ich nicht. Das bin ich nicht. Erschieß ihn! Spricht denn hier keiner unsere Sprache? Nein, ich erschieß ihn nicht. Ist das doof, oder was? Ist doch ein Feind. Schieß nicht daneben. Ich bin nicht hinter dir. Das, ja. Ich bin nicht jetzt. Alles ganz entscheidend, ob du mich erschießt, oder? Naja. Schluss mit dem Kind. Oh, ist das so was wie der Körner und der Gefangene? So, ja. Dass du jetzt hier dieser Totenkopf-Typ bist, da? Bist du jetzt da? Ja. Und der General da? Also der Körner, Rachel. Der General? Rachel! Scheiße! Lol, alle weg. Holy shit. Ja, also der Basecap-Typ. Ach, guck mal. Lol. Direkt da drunter, what the heck. Also der Basecap-Typ, der ist, wurde entwaffnet von der Frau. Also nicht von der Ehefrau, sondern von der, was ist das, die Ärztin? Die Doktorin? Die Blonde, meinst du, oder was? Nee, die Dunkelhaarige. Sieht doch aus wie Tyler. Ja, aber ich will nicht den Namen nennen, weil die heißt halt nicht Tyler. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie die heißt. Hier, Mailman, ich weiß nicht, die hat irgendwas mit Computer zu tun. Bitte kommen. Over. Ah, Scheiße. Bin ich allein oder was? Bin ich Jason hier? Wie heißt denn der? Bin denn nicht. Okay, kann mich hier umgucken. Wir sind wahrscheinlich alle getrennt jetzt. Ja. Ich guck mich mal um. Ja, ich auch. Bevor ich zum roten Licht gehe. Ich glaube, ich kann hier nirgendwo was einsammeln, wa? Der Rest der Truppe muss hier irgendwo sein. Was ist das hier? Ich bin in so einer Art Höhle. Zum An- und Ausschalten der Taschenlampe. Und dann kriegst du mal extra Licht. Nick! L1. Ah, okay. Bin gleich da! Ich komme! Überschlag dich bloß nicht, Kumpel! Vielleicht entdecke ich ja jetzt was. Das klingt nicht vielversprechend. Hier scheint aber nichts zu sein. Müssen jetzt erstmal nicht. Ich gehe rein. Ja. Ich bin jetzt, glaube ich, vom Tempel. Das ist eine riesige Hand. Soll ich hier warten? Eine Hand? Ja, warte mal. Ist das hier? Hier ist eine Spalte, dahinter sehe ich aber nicht viel. Alter! Warten. Hier ist irgendwas vorbeigesprungen. Was war das? Ach, dann kommst du bestimmt hier an. Oh. Knochen. Ich hab Knochen gefunden. Nice. Ein Geheimnis. Schlechter Schädel. Ja, irgendwie die
als wenn bei der Oberlippe irgendwo durchgerammt wurde. Alter. Hab ich gerade Cutscene gehabt. Da vorne war so ein etwas. Keine Ahnung, sieht voll hässlich aus. Anscheinend gibt es hier mehrere Wesen, nicht nur das eine. Na, es gab ja mindestens drei, wenn wir richtig gesehen haben, ne? Oh, ich habe eine Steintafel entdeckt. Da sehe ich eine große Hand vor mir. Ne? Kann nicht weiterlaufen. Da rutscht gerade irgendjemand runter. Konnte ich nicht mehr greifen anscheinend. Goal hat eine Steintafel gefunden. Jo. Ja, kann mich gerade nicht bewegen. Muss ich auf dich warten, oder? Du siehst die große Hand schon, ja? Ja, da hinten. Da leuchtet Licht drauf. Ja, und du kommst hier nicht her? Nee, ich kann mich hier gerade nicht... Ich kann mich zwar umgucken, aber ich kann nicht laufen. Ja, okay, dann aktiviere ich hier das Tor, ja? Okay. Ich esse nicht dieser Bug, ey. Nee, ich glaube, du musst mir helfen, die Tür aufzumachen. Kannst du jetzt weiter? Nee. Was steht denn das hier so? What the fuck? Steine leuchten so komisch rot. Ach, jetzt kann ich weiter. Katzena? Zähne. Bist du's, Nick? Bist du das? Ja. Okay, ich bin nicht oben da. Dein Ernst jetzt? Was haben wir denn hier? Wo in Gottes Namen sind wir gelandet? Sieht interessant aus. Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Medivac anfordern. Hier gibt's kein Waffendepot, dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Nick? Sergeant Kay, reiß dich zusammen! Augen auf! Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen? Es sah nicht menschlich aus. Ein Gollum? Im Tunnel. Ja. Aber viel hässlicher als Gollum. Erstmal müssen wir hier raus. Scheiße. Hast du sowas schon mal gesehen? Hier ist die Steintafel. Was ist das hier bloß? Passe. Kann ich endlich hier lang, wo du herkommst? Nee. Also, bisher, ja. Okay, hier geht's nicht weiter. Nee, hier links. Und bist du da runtergesprungen, ne? Ja, genau. Fühlst du es echt nicht? Okay. Was, Nick? Was soll ich fühlen? Weiß nicht, irgendwas. Ja. Ich will gar nichts. Bist du da sicher? Also manchmal mache ich auch die Taschenlampe aus, ne? Weil... Na, die brauchst du ja nicht immer. Na, die brauchst du ja nicht immer. Na, hier zum Beispiel... Da oben. Oh, hier? Jetzt geh doch mal rein da. Meine Güte. Ja, sag es doch, geh doch mal rein. Steintafel, ja. Sieht aus wie so eine Art Löwe. Irgendjemand ist abgerutscht. Ich glaube, du stirbst, wa? Nein, tue ich nicht. Das ist hier ein Löwe.
deren einen Menschen. Aber ich kann mich nicht umgucken. Was ist hier? Und ansonsten ist hier nur noch die Tür. Oder hier hinten, hinter der Hand ist noch der Schädel, aber den hatte ich ja schon aufgehoben. Ja. So. Zumindest sehe ich hier noch was aufblitzen, aber da müssen wir ja rein, wahrscheinlich, wa? Da müssen wir rein, ja. Okay, wenn hier nichts weiter ist, dahinter ist auch nichts, wa? Wenn ich jetzt ein Geheimnis aufgehoben habe, brauchtest du das ja nicht nochmal aufheben, ne? Das war doch so. Ja. Weil da hinten sind zwar, also hier ist noch ein Geheimnis, aber das hatte ich ja schon aufgehoben. Wie gesagt. Wo das blinkt hier noch, ich könnte es mir noch mal angucken. Ja, doch mal. Ein Schädel. Schädel. Oh, Scheiße. Wo sind deine Zähne, Kumpel? No. Weg. Zumindest oben sind die weg. Ja, als wenn da irgendwas durchgestochen wurde, wie so ein Speer oder sowas. Ist das vielleicht den, den ich gekillt habe mit dem Messer? Ich habe den von unten aufgestochen. Nee. Das Messer kam ja oben aus der Lippe nicht wieder raus, also. Das ist eine andere Verletzung. Ja, dann wurde der wahrscheinlich von unten der Hand aufgespielt. Und so ein Monster. Na gut, dann ist hier nichts weiter. Nö, nö. Hier haben wir alles. Hilf doch mal jetzt. Etwas Hilfe gebrauchen. Das ist ein Job für zwei. Ich konnte nichts tricken. Das Glück, dass ich hier bin. Na, endlich hilfst du mal mit, ey. Das ist Mervyn. Wer? Mann, ich versuch's doch! Hör endlich mal auf zu zappeln! Fuck! Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nick, ich brauch dich hier. Schneid den Draht durch! Mit deiner Waffe, oder was? Er ist am Arsch. Nimm mal die Munition. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Morphium dabei. Nimm es. Wir bauen dich gleich auf. Der sieht nicht gut aus. Beeilt euch mal! Wir machen das. Du stehst wache. Wache? Weswegen denn? Der hat immer deine Waffe in der Hand. Siehst du das? Wer? Na, der mit dem Basecap. Die ist weg. Verdammt nochmal, ist denn jetzt passiert? Alter! Die ist gerade verschwunden. Das hatte ich gerade angehört wie Predator. Was war das? Oh oh. Riechen die da Blut vielleicht? Was ist da bloß? Das interessiert mich nicht so sehr. Also wenn man verletzt ist, also je mehr man verletzt ist, desto mehr riechen da ein sozusagen. Glaube, wie so ein Reichen sowas. Darf ich jetzt schießen? Musst du da irgendwas machen, Sven? Ich musste was drücken, meine ich. Willst du die Wahl hören oder nicht? Ich spuck es einfach raus. Ungelogen? Mann, es sieht übel aus. Was da auch ist, was ist zu uns hören? Nicht still! Auf zu schreien. Du musst still sein. Lass los, Mann, du bringst ihn noch um. Lass ihn doch mal los! Nein, du bringst ihn um!
Nick, du erschreckst ihn! Er hat keinen Puls. Er hat keinen gottverdammten Puls. Unmöglich, ich wollte ihn nicht. Er ist tot, Nick. Mervyn ist tot. Toll, Sven. Sie mal gucken, wenn ich der... Das ist der letzte Augenblick. Da reißt man immer die Augen auf. Weg hier. Aber ist bei jedem Spiel jetzt so gewesen. Ja, weil es eigentlich auch realistisch ist. Es ist nicht so wie in einem Film, dass dann... wo die Augen langsam so zumachst. Der letzte Augenblick, da tust du nochmal die Augen ganz weit aufreißen. In Wirklichkeit. Und das macht das Spiel ganz gut. Oh, ein Videoschiff. Von einem Ehering. Ist er selber wie ich? Ja, du bist Salim. Wer ist denn Salim jetzt schon wieder? Hol es Eric. Na, ich bin hier der Iraker. Ah, ich bin bei meiner Frau. Okay. Geht's dir gut? Bist du verletzt? Alles gut. Hast du Kay gesehen? Kolchek? Vorhin waren sie zusammen. Hab's versucht. Irgendwas stört das Signal. Hier geht's vielleicht raus. Vielleicht? Weiß nicht. Wir haben keine Wahl. Gehen wir. Sofort. Karabiner schlingen, Seil Licht. Scheiße. Okay. Okay? Okay. Dann los. Sackgasse. Da geht's steil runter ins Nichts. Okay. Wir haben Seil. Ich kann mich jetzt mal gucken. Mach mal, ich hab noch kurz hin. Hier. Wir wollen irgendwo runterklettern. Ich bin für Klettern. Muss bestimmt ein paar gleich ein paar Quicktime-Events machen. Seit wann rauchst du eigentlich? Wie bitte? Wir machen hier mal Selbstgespräche. Nein, das habe ich im Stützpunkt gefunden. UTE. Breit? Und du? Mal schauen. Hier, wir klettern jetzt runter. Für mich sieht das Ganze hier nicht nach Waffendepot aus. Wenn hier unten nichts ist, warum dann der Angriff? Na, weil Krieg ist. Da ballern Leute gerne rum. Gehen wir unten. Okay. Wir gehen weiter. Endlich haben wir mal richtig Zeit für uns zwei. Wir hatten Zeit für zwei schon immer anders definiert. Durch so einen schmalen Gang laufen. Okay. Bin hier in so einer Stadt oder so. Also so eine unterirdische Tempel. Ja, ich sehe auch gerade irgendwas. Was aussieht wie so ein Tempel. Erinnert dich das nicht an Leichen? Weil ich mich verloren fühle. Kann ich mir was angucken? Ich kann die Sprache nicht. Eine Blutspur, die führt nach unten. Folge ihr mal. Uralt. Ja, aber ich guck mich erstmal hier nach oben. Hier ist nur was. Schrift. Sumerisch vielleicht. Steintafel? Was ist das hier? Okay. Diese Vieh hat jemanden gegriffen, wollte ihn nach unten ziehen. Vielleicht kennst du mich doch nicht so gut. Erkennen, wer das ist. Das Problem ist, jetzt kannst du dir das ja nicht
Ja. Nee, nicht wirklich. Alter, was ist das für ein Geräusch? Alle bebt hier? Ich habe auch noch eine Steintafel gefunden. Die Katzene. Oh. Oh, meine Waffe ist runtergefallen. Oh. Shit. Also, ich werde wahrscheinlich nochmal klettern müssen und wenn ich das verkacke, stirbt sie. Wird von einem Stalagmiten aufgespielt. Okay. Ich habe meine Waffe verloren, die ist runtergefallen. Sehr gut, ich habe meine Waffe noch. Dann kann ich dich ja problemlos erschießen. Weil da ist hier sehr gut, wir müssen das Monster damit töten. Wenn man es überhaupt damit töten kann. Ich kann es ja nur mit Feuer töten oder mit Wasser oder... Oder falls das überhaupt echt ist, ne? Nicht, dass das wieder so ein Traum ist. Ich glaube, diesmal scheint es wohl echt zu sein. Ja, glaube ich. Wie hat es überlebt? Über tausend von Jahren. Gut, folge mal der Blutspur. Ja, wir gehen gerade eine Treppe runter. Hier ist immer noch mehr Tempel. Katzin. Gerade eine Leuchte. Oh, jetzt muss ich glaube ich runter. Ey, weh, du fällst runter jetzt. Boden scheint stabil. Ja, sieht gut aus. Schon geil los, ey. Hallo? Hallo? Jemand hier? Okay, musst du doch nicht drücken, sehr gut. Ich kann ein paar Sachen anklicken. Du lässt dich von Druck nicht kleinkriegen. Tja, ich musste ja lernen, damit umzugehen. Untersuchen. Will ich kurz warten, bevor ich hier die Tür öffne? Ja, bitte. Ich kann aber nichts lesen. Was denkst du, war das hier? Schwer zu sagen. Hier ist noch was. Das sieht religiös aus. Oh, eine kleine Vielleicht Figur. Sind wir in einem Tempel. Eine kleine Statue, also eine kleine Figur zum Anhängen. Geheimnis. Pazuzu. Pazuzu wer? Pazuzu. Guckst du keine Horrorfilme? Die Antwort solltest du kennen. Ein sumerischer Dämon. Sumerischer Obwohl Dämon. Irgendwas mit Plagen zu tun. Irgendwas mit Plagen. Plagen und Dämonen, ja? Toll. Okay, das ist vielleicht doch ein Dämon, ne? Hat irgendwas mit einer Plage zu tun und das stimmt ja auch, ne? Kann ich auch noch was machen? Das fehlt uns noch. Sag Bescheid, wenn ich die Tür öffne. Oh, ich höre da unten der Predator. Der wartet auf uns. Was ist? Hast du nichts gehört? Nein, gar nichts. Ich dachte, da unten wäre was. Selbst in Schutt und Asche ist das hier was Besonderes. Was ist dir geschehen? Jetzt musst du durch die Tür öffnen. Okay. Öffne. Die wird nicht nachgeben. Ich bin nämlich auch gerade an so einer verschlossenen Tür und hier geht's nicht weiter. Oh, ich höre was. Hier liegt eine Leiche vor mir. Kratzspuren. Alter, der hat gerade zu dich gezogen. Shit. Da lag eine Waffe, hab aber falsch gedrückt.
Alter, Sven! Sven, der das mit Absicht macht, ey. Nein, mach ich nicht. Kommt alle zu unerhofft. Oh, Scheiße, der hat die Tür durchbrochen. Was moin jetzt? Komm zu mir. Ih, sieht der hässlich aus. Ein Stein werfen bringt nichts. Willst du mich verarschen, Spiel? Spiel sagt, ich darf nicht drücken, oder was? Ich guck mich hier noch ein bisschen um. Aber mach ruhig mal weiter. Hast du das jetzt geschafft? Bist du tot? Nee, ich bin gerade am Wegrennen. Ich sehe gerade seine Krallen. Ich höre was. Bei mir ist gerade eine Katze gestartet. Wo kommt das her? Jetzt wie weg. Und jetzt muss ich runterklettern. Kam gerade so ein Erdbeben und ein Auto ist auf das Monster gefallen. Ich weiß nicht, ob es tot ist. Okay. Wir haben keine Wahl. Oder ob es geschafft hat. Es geht runter. Ja, wir müssen jetzt runterklettern. Auf jeden Fall freue ich mich gerade. Dass du es geschafft hast? Sven ist Rachel. Hm. Ich bin Erik. Oh, Rachel wird sterben, Leute. Wenn der sich jetzt verdrückt, ne? Nee, ist doch bestimmt die Heldin hier im Spiel. Alle können sterben. Einer muss immer überleben. Nö. Rachel. Unglaublich. Wir sind nicht die Ersten hier. Oh. Verdammt. Kalis hat wohl den ganzen Kram hier erfasst. Wie konntest du dich nur so irren? Sieh dich mal um. Die ganze Scheiße war wofür? Ein paar Fässer und Kisten? Das ganze Grübeln bringt nichts. Wir müssen uns darauf konzentrieren, hier rauszukommen. Shit, was ist das? Eine Absenkung? Von den Nachbeben? Das sieht nach Archäologie-Zeugs aus. Diese Ruine wurde untersucht. Die Lampen sind brauchbar. Das Licht kann die Marines herführen. Hm. Glaubst du, der geht noch? Nein. Bestimmt. Sollte nicht gehen. Braucht nur Benzin. Dann suchen wir mal. Wir haben doch hier bestimmt Notration, wa? Ja, aber selbst Benzin ist nur, weiß ich nicht, 2 Jahre haltbar. Danach funktioniert es nicht mehr. Du weißt schon wieder, was ich denke. Ich sehe ja nicht, wie lange das hier schon steht. Ey, deswegen, ey. Wenn sie schon 4-5 Jahre steht. Du bist Nick. Pass auf dich auf. Wie bitte? Hast du was gesagt? Nein, nichts. Auf ein Zellchen. Wie ist. Erstmal die Tasse wegpacken. 14. Oktober 1946. Von Dämonen besessen. Lieber Randolph, dir geht es hoffentlich gut. Unsere Reise zur Ausgrabungsstätte verzögert sich. Wir haben in Soran einiges zurückgelassen, weil Pullman nur die Hälfte der benötigten Männer und Maultiere auftreiben konnte. Die Arbeiter weigerten sich, in die Berge zu gehen. Sie sind abergläubisch und haben Angst vor Dämonen. Sie lehnen sogar 2 Dinar extra pro Kopf ab. Wir haben auch den 2. Generator und das Ersatzfunkgerät zurückgelassen. Wir sollten bis zum 18. bei dir sein. Hochachtungsvoll, Anneline, irgendwas. Aber wenn es hier 1946 war, dann ist der Benzin schon längst. Also, es funktioniert nicht mehr. Hier spricht King. Kann mich jemand hören? Over.
Die wollten das hier sprengen, hier Dynamit an den Säulen angebracht worden. Ah, okay. Hier ist ein Tonband, aber ist leider kaputt. Ich weiß ja nicht, wie weit ich hier gehen kann. Hier wieder eine Cut-Szene kommen. Ich weiß nicht, was wir jetzt suchen. Ach ja, wir suchen Benzin. Da ist was, aber hast du schon alle durchsucht? Mach ich ja, normal. Guck ruhig selber nochmal, vielleicht entdeckst du ja was. Langsam glaube ich, dass selbst die Iraker nichts von all dem wissen. Hm. Hallo, was meinst du mit Sprengstoff? Hm. Unglaublich. Könnte man vielleicht benutzen, ne? Ja, wenn wir fliegen müssen. Ja, ja. Ja, aber die Dinger kenne ich auch noch, ey. Warum wurde der Durchgang blockiert? Kann man mit Licht vielleicht die Viecher abschrecken? Weil hier hinten ist nämlich zum Beispiel ein Licht, scheint nämlich direkt auf den Gang. Oh, hier sind nur drei Sachen. Und hast du dir wahrscheinlich schon angeguckt. Sein, dass sie lichtempfindlich sind. Waren ja Tausende von Jahren dunkel, ne? Ja. Hier ist was? Hier ist ein Klebeband. Was ist das denn? Mitnehmen? Ends. Das mal mitgenommen. Ja, das war hier ist, glaube ich, ein Aktivierungs- zum Sprengen. Wenn man den Hebel runterzieht, weißt du, dann wird's ja gesprengt. Du hast ein Geheimnis gefunden. Hammer liegt hier. Hier ist noch ein Zettelchen. Der Fluch von Akkad von Aline. Gelehrte betrachten den Fluch von Akkad als Fiktion, eine Lehrgeschichte, die die Sumerer dazu brachte, Hungersnot, Schicksal und die Laune der Götter zu ertragen. Die Entdeckung dieses großen Tempels deutet jedoch auf eine neue Wahrheit dahinter hin. In der ursprünglichen Geschichte wendet sich der Gott Enlil gegen König Naram-Sin von Akkad. Ich sehe nichts. Zuerst ist der König fromm und reumütig und bittet um Antworten, aber nach 7 Jahren der Stille seitens der Götter beschließt Naram-Sin, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Er stellt eine Armee auf und marschiert in die Stadt Nippur ein, um Enlils Tempel zu plündern. Diese Gotteslästerung ist so ungeheuerlich, dass Enlil der tosende Sturm die Götter gegen Naram-Sin wendet und die Gutea entsendet, um Akkad dem Katalog Erdbogen gleichzumachen, Bauernhöfe zu zerstören und die Menschen mit Hungersnot zu peinigen. Der Tempel sollte einen Fluch lösen. Es gibt keine historischen Aufzeichnungen darüber, dass Naram-Sil Enlils Tempel zerstörte. Unsere Funde hier legen jedoch nahe, dass der Fluch auf tatsächlichen Ereignissen beruht. König Naram-Sin baute diesen Tempel, um die Götter zu ehren. Viele unserer Funde zeigen den König, der den Himmel anfleht, die Götter wieder in die spirituelle Welt seines Volkes zu bringen. Der Untergang dieses Tempels deutet darauf hin, dass der Fluch nicht gebrochen werden konnte. Gerade eine alte Schrifttafel gefunden. Hinten ist aufgeklebt A29. Sollten wir uns vielleicht mal merken. Schreibst du das auf, oder was? Kannst du aufschreiben, ja. Oh, hier ist eine Gatling-Gun oder sowas, ne?
Ist es jetzt hier? Sieh dir das an. Richard, sieh dir das an. Moment, wo ich... Was ist hier los? Oh. Sogar benutzt. Mhm. Oh, was jetzt? Bin ich jetzt im Hauptmenü? Ja. Okay, mach. Wollte mal kurz ein Textdokument machen. Ist da kein Stift und Zettel? Ja. Hoffentlich kriegen wir das Ding an. Gerade nicht parat. Kann ich mir aber so merken. A520 war es, ne? Nee, A29. Hm. Da hinten, falls du das nochmal angucken willst. Ich wollte mal gucken, wo die Schnur hier hinführt, weißt du? Guter Standort, aber man kann sich sicher. Ist eine Schnur, bin ich hier so lang gelaufen? Vielleicht standen sie unter Druck. Wir kennen ihre Arbeitsbedingungen nicht. Und das Wohnzeug führt genau zu den Dynamit, was hier drin ist. Die sind zäh. Ja. Alle ohne Ausnahme. Die schaffen das. Die Führer hier werden wir wahrscheinlich irgendwas machen. Das Tagebuch von Randolph Oxen. 24. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Branshaw erhält, lehnt man nicht ab. Mary und ich wollten eigentlich zu unserer Hochzeitsreise aufbrechen, aber die Chance, mit einer der anerkanntesten Altertumforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, konnten wir uns nicht entgehen lassen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak. Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung. Eine goldene Keilschrifttafel, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks. Eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Mir dämmert langsam, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Zagros-Gebirge verbringen werden. Was auch immer sie hier entdeckt haben, raus haben sie es sicher nicht geschafft. Nee, ich hab auch ein Foto gefunden. Wird mir hier echt mulmig zumute. Das sind die bestimmt, die hier waren. Langsam? Zeig mal her. Siehst du das, wenn ich das drehe? Nein. Was ist denen zugestoßen? Die Hot Zorn Expedition. Von den Archäologen. Von 1946. Braucht die Geld nicht durchlesen, wa? Ja, guck dir das selber mal an. Gib mal her hier. Kennen wir davon irgendjemanden? Vielleicht wäre es schlauer gewesen, da hinten rauszuklettern. Wenn vor uns schon jemand hier war, gibt es sicher einen anderen Weg raus. Alter, ich muss mir mal den Hintergrund nochmal angucken. Das ist die Statue mit dem, diesen komischen Dämon. Mit den Flügeln? Ja, genau. Und dem, der Schlange im Schritt. Okay. Na, davon gibt's ja viele. Oh, hier ist noch was. Ach, diese Steintafel, die du meintest, wa? Jo. A29. Was bedeutet das?
Ja, vielleicht ist das einfach nur nummeriert und also was wir gefunden haben, weißt du? Meinst du, davon gibt es mehrere? Das ist halt wie so ein Lager, ne? Von wegen, bring mir mal das Item A29 und dann weißt du, okay, ist die Steintafel. Ja, dann müssten ja theoretisch noch mehr sein. Wo wollen wir jetzt noch nicht gucken? Hier oben. War sie an Sandkasten schon dran? Yep. Mit den Hammer okay. Und so, ja, ja. Oh, jetzt kann ich mir die Kanone hier angucken, oder was? Vorhin nicht, oder was? Irgendwie nicht, ne. Dann noch Munition. Ne, Munition ist alle. Oh. Jetzt weiß ich, wo wir sind. Wir sind im Thronsaal. Ja, stimmt. Na, da oben war ich noch nicht. Aber hier oben ist nämlich der Thron von dem König. Aber fehlt natürlich die Leiche, ne? Beziehungsweise die Kleidung. Weg. Ja, aber die Kleidung ist ja trotzdem noch da. Hier hinten kann man noch lang. Hier scheint so weiterzugehen dann. Warte mal. Hier oben war das Loch, wo die Sonne durchschien. Die ist aber zu. Wäre aber richtig, ne? Ja. Wäre aber richtig. Jo. Also rein theoretisch würde es hier hinten weitergehen. Kann man auf der anderen Treppe auch hoch? Das mal probiert, nehme. Nee. Ja, hier geht's auch weiter. Ich trau mich ja nie rein, du. Alles gut, dann gehen wir rein. Ja, da gehen wir rein. Vielleicht ist ja auch nur so ein einzelner Raum. Vielleicht müssen wir auch den anderen Weg lang. Ja, man weiß es halt vorher nicht, wa? Nee. Wäre schön gewesen, wenn jetzt hier so eine Abgrenzung geben würde. Eine Markierung. Ja, deswegen sollst du das Spiel ja auch zwei- oder dreimal spielen. Ne? Hier gibt es eine Menge zu gucken. Echt? Eine Vorsehung bitte? Oh, wird die Göttin der Liebe hier oder was? Oh, Eric verbrennt irgendwas mit seinem Licht. V-Licht. Ah, das V-Licht, okay. Mhm. Oh, um sie dann endgültig zu töten vielleicht. Okay. Sieht wirklich aus wie so eine Fledermaus, wenn er seinen Arm so ausstreckt und die Flügel. Aber es scheint auch eine gute Version davon zu geben, ne? Da geht es um Echoortung. Haben die Fledermäuse erforscht? Vielleicht habe ich denen sogar begegnet. Am Anfang, wo ich sagte, da sitzt jemand. Oder etwas. Autopsie, Erkenntnisse, blind, Jagd mit Echo-Ortung. Mhm. Überfindlichkeit. Haut äußerst widerstandsfähig gegen Fremdeinwirkung. Mhm. Ungeschickter Flieger. Mhm. Evolution. Beischel. Laffend. Scheint blind zu sein und kann aber gut hören. Naja, wenn ich hier tausend von Jahren im Dunkeln, dann ist klar, dass man blind. Was ist das hier? Eine Eule? Weil der Kratzer hier oben ist, aber scheint aber in der Luft zu sein, wa? Der Kratzer hier oben. Der ist gar nicht an den Stein drin, der ist irgendwie da einen Meter drunter in der Luft. Ist das auch? Oder ist das nur bei mir so? Ah ja, nee, ist in der Luft. Okay. Sieht aber eher aus wie... Ja, selber nur kaputt. Spinnnetz sieht eher aus. Und was sagst du zu der guten Eule hier? Eine Eule, Löwen,
Ob die gut ist, weiß er nicht. Ja, ja. Eine Frau, die hält da was in der Hand. Schade, dass man nicht ranzoomen kann, wa? Naja, kennt man nicht, ne? Nicht wirklich, nee, die hält da irgendwas. Oh, interessant. Weißt du die hier? Hier ist ein Loch. Kann man aber nichts machen. Okay. Also ging irgendwas ist Überempfindlichkeit. Wahrscheinlich schon gegen Licht, ne? Licht, ja. Ah, deswegen kamen die wahrscheinlich auch im Vollmond raus, weil ja dann die Sonne nicht mehr da war. Genau. Und wir dürfen auch nicht laut sein. Oder wir müssen so viel Krach machen, dass es den Ohren wehtut, sozusagen. Warst du da hinten schon? Die Treppe? Nein. Ich glaube, wir waren jetzt überall schon, ne? Na, außer dahin. Außer der Treppe. Geradeaus. Da links, da rechts. Zu Dynamit. Was ist denn hier? Hier war ich noch nicht dran. Oh, hier haben wir Benzin. Oh, ah. Vielleicht, wenn es funktionieren sollte. Ja, rein theoretisch nicht, weil Benzin hat ja auch eine Haltbarkeit. Das kann ja auch ablaufen. Setzt sich irgendwann ab, wa? Du kannst es halt nicht ewig benutzen, also nicht ewig lang halten, warum so. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Die Tür angucken. Sollen wir die Tür öffnen? Wir sollten erst für Licht sorgen, damit die anderen uns finden. Soll ich mal gucken, oder was? Ja. Guck mal ganz nach oben. Alter, mach mal Licht an hier. Sehe ja nichts. Das ist ein ganz kleiner Spalt, da kommt Licht durch, ne? Siehst du da? Nee, ist alles schwarz. Okay, bei mir nicht. Du sagst Benzinlicht hier, soll ich das nehmen? Warte mal kurz, hat sie das Licht? Ja, warte mal kurz. Macht sie das Licht jetzt wieder aus? Ich glaub, nee. Ja. Ah ja, jetzt sehe ich's, ja. Jetzt sehe ich's auch. Vielleicht ist es aber auch nur wegen der Taschenlampe, die da durchscheint. Ah, okay, ja, das kann natürlich sein, ja. Vom Ort kannst du benutzen. Oh, es sieht leer aus. Rachel, hilfst du mir mit diesen Kanistern? Darfst du nicht nie alleine? Oder was? Lass doch zwei Arme. Sie sind voll. Voll alt, ja. Aber hier im Spiel funktioniert das. Wie geht's deinem ja, Bein? Natürlich, sonst würde es ja nicht weitergehen. Bein? Oh, du meinst die Prothese? Mein Bein ging auf der Straße drauf. Nicht. Das war meine Schuld. Ich habe es dir nicht leicht gemacht. Das weiß ich. Könnt ihr nicht nach dem Spiel reden? Packen wir es an. Sagst du? Könnt ihr nicht nach dem Spiel reden? Wenn wir halt durchschauen. Oh, jetzt habe ich es nicht mitgekriegt, oder irgendwann? Eine Ratte, glaube ich. Oder? Enkelbratten gibt's hier gar nicht. Irgendwas ist da oben lang gelaufen. Leuchte mal den Tanker. Oh, mehrere sogar. Ich hab nur einen gesehen. Da hinten war auch jemand. Scheiße. Also etwas. Was ist? Der Schlauch ist kaputt. Das verdammte Ding leckt. Kannst du was tun? Wir müssen den Schlauch abdichten, bevor wir das Ding starten. Hier liegt sicher was Geeignetes rum. Klebeband gefunden, ne? Ja.
du's? Ich hab's. Halt den Schlauch. Geschafft. Hilf mir mal mit der Platte. Immer helfen. Mein Gott. Nix können sie alleine, Mann. Die sehen echt schlimm aus. Kaputt. What, Mike? Wir haben schon ewig nicht mehr gemeinsam gearbeitet. Und doch kommt es mir so vor wie gestern. Rachel, wir haben uns Raum gegeben und diese Pause. Ich meine, sieh dir unsere Karrieren an. Du, ein Field Officer für die CIA und, also, Kalis könnte den ganzen Krieg beeinflussen. Sollte es je funktionieren, klar. Ich glaube, keiner von uns hat damit gerechnet, so lange allein zu sein. Das letzte Jahr habe ich mich echt nur mit Kalis beschäftigt. Was anderes gab's nicht. Kommt da noch was? Also. Rach. Na komm, spuck's aus. Nach dem Unfall hatte ich meinen Tiefpunkt erreicht. Kam nicht klar, hat nicht funktioniert. Und als ich dich echt brauchte, Rachel, dich an meiner Seite brauchte, warst du weg. Kalis half mir aus diesem Loch. Das war mal, Eric. Wir müssen das hinter uns lassen und nach vorn blicken. Andernfalls drehen wir uns nur im Kreis, Eric. Ich freue mich auf die Zukunft. Hm? Das sollte klappen. Ganz gerade reserviert. Werfen wir ihn an. Bäm. Es werde Licht. Nix abgelaufen hier. Wir haben Strom. Wenn die da irgendwie reinkamen, kommen wir irgendwie raus. Sehen wir uns mal um. Jason bin ich jetzt. Und du bist nicht. Wird... Fuck. Ach, die beben wieder. Zum Teufel ist das. Aber ein anderes Vieh, oder? Ja, Riebenfledermäuse, ja. Warum kreischen die immer so? Wir müssen da durch. Den anderen Weg. Könnt ihr jetzt einen Weg aussuchen? Den anderen Weg kann ich ja nicht hier sehen. Luft anhalten wieder, oder was? Was hat der denn da dran? Wir haben keine Granaten mit. Ja, auch Granaten hätten wir.
schnell. Die war noch nicht eingesetzt. Ha. Die war bisher noch nicht eingesetzt, dann, ja. Aber es gibt doch hier bestimmt die Obermutti, wa? Von denen. Meinst du? Die Königin sozusagen? Oder ja, die Königin. Sind bestimmt alle nur untertan. Hup. Ja. Hier, da. Wie ich das hier hasse. Der hat daneben geschossen. Ob du hast daneben geschossen? Hast du überhaupt gezielt? Nee, ich musste nichts machen. Ja. Erik und Rachel wieder. Gehen wir. Wohin? Ja, wollte ich auch gerade fragen, wohin denn? Untersuche das Tonbandgerät. Ach. Weg. Denk dran. Ja? Meinst du, das ist was Neues hier gespawnt? Nee, ne? Denk dran, wir sind hier nicht alleine, ne? Sieh mal hier. Sicher, ob das noch geht? Ist noch schon nichts weg. Meinst du? Bandsalat. Bandsalat. Geht schon, das kriege ich hin. Ja, so ein Bandsalat. Dieser Ring bedeutet dir wohl noch was. Du trägst deinen aber nicht. Ich trage ihn am Herzen. So vieles ist anders. Dieser Ring ist immer noch wichtig für mich. Du wolltest Geiles drücken oder nicht Geiles? Könnte dir jetzt die Wahrheit sagen, aber ich sag erstmal noch nichts. Okay. Was willst du von mir, Eric? Die Wahrheit wäre ganz nett. Ja, siehst du. Ich kenne dich besser, als du denkst. Das mit dem Feuerzeug war gelogen, und zwar nicht, weil du heimlich rauchst. Eric, bitte. Sag die Wahrheit. Bitte hör auf. Gib's zu. Du hast einen anderen Stinz. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Oh, das super funktioniert. Das versiegeln. Hallo? Der Iraner? Ja. Warum schießt du auf mich? Oder? Nee, den kenne ich nicht. Den habe ich nicht gespielt. Ich hab einen Helm auf, er. Das ist wieder Nick. Steht bei dir links unten, Nick? Wenn du ihn weißt, ja. Aha, okay. Gib bitte, komm. Und oben rechts steht, du bist Eric oder so. Ich weiß nicht. Je nachdem. Oder Jason. So hatten wir die Sache echt nicht geplant. An alle, hier spricht King! Bitte melden, bitte melden! Unter Beschuss kann mich jemand hören, over! Das ist Rachel! King, hier ist Mayhem and 2-1 Actual, wiederholen, over! King, hier ist Mayhem and 2-1 Actual, hören Sie mich, over! Fuck! Das ist jetzt so viel Zeug gerade, oder? Naja, von einer Szene nach die andere. Ist wie so ein Actionfilm, ey. Rachel. Oh, oh. Abgrund. Sind da unten die... Kann hier auch nichts einfach sein?
Du machst Witze, das sieht uralt aus. Das oder nichts. Siehst du ihn? Ja, er kommt. Ersticken? Ersticken wir erst. Warum töten wir ihn nicht einfach? Weiß ich nicht. Dann macht sich mal bereit, vielleicht könnte ein Quicktime kommen. Ich sterbe jetzt. Glaube ich auch. Gleich. Gleich. Rachel! Hab dich, Rachel! Hab dich! Ui, ui, ui. War knapp so. Nochmal. Hilf mir! Auf zu zappeln! Auf zu zappeln! Rachel, halt dich an was fest! Da reicht so bestimmt gut an. Zu dunkel! Lässt du mich jetzt los? Weiß ich nicht. Kann ja nichts machen. Ey! Hast du da unten was jetzt gefunden? Nein, ich hab hier deine Entscheidung. Komm schon! Na komm, lass mich sterben, Mann. Und dann gehen wir beide unter. Colonel, Moment! Nein! Oh, der ist ein Tode, oder? Ey, kann ja nichts machen, oder sie kann nichts machen. Oder sie fällt ins Wasser. Hallo, jetzt die ganze Zeit zugeguckt? Haben wir jetzt nicht gesehen, was mit dir passiert ist? In welchem Albtraum sind diese glücklosen Seelen gestürzt? Arme Rachel, verloren in der Dunkelheit. Was ist mit Jason und Nick? Waffenbrüder, aber mit einer dunklen Vergangenheit, die ihre Freundschaft auf die Probe stellt. Vergessen wir bitte nicht, dass sie Corporal Mervyn dem Dunkel überließen. Und die Nacht ist noch jung. Das führt uns zu Salim. Er wirkt besonnen. Fast schon ein widerwilliger Soldat.
oder? Ein unerfreuliches Schicksal erwartet nun die Überlebenden. Unter der Erde gefangen, vom Abgrund verschluckt. Eins nach dem anderen werden ihre Lichter ausgelöscht. Außer sie finden einen Weg, sie zu beschützen. Es steht mir eigentlich nicht zu, mich in Angelegenheiten anderer einzumischen, aber sie erregen mein Interesse. Ich hätte da einen Ratschlag für Sie, wenn Sie mir versprechen, dieses Gespräch für sich zu behalten. Ja, nein? Gute Wille, sie kann nichts machen. Ach so. Eine kluge Entscheidung, wenn man alles in Betracht zieht. Vor langer Zeit traf ich einen blinden Dichter, der diese weisen Worte an mich richtete. Lang ist der Pfad und beschwerlich, der aus der Dunkelheit hinausführt ans Licht. Das wäre alles fürs Erste. Starke Folge. Da bin ich ja mal gespannt, was dann noch als nächstes kommt. Und was mit Rachel vor allen Dingen ist, ne? Wurde überhaupt nicht aufgelöst. Also ich habe ja nur gesehen, dass genau diese Szene habe ich halt gesehen, nur dass bei mir, bei dieser Vorsehung, dann so war, dass halt von diesen Stalagmiten da so aufgespießt wurde dann unten. Aber es wäre wahrscheinlich nur passiert, wenn ich den Seil durchgeschnitten hätte. Ja. Gehe ich mal jetzt davon aus. Also meine Vermutung ist, dass sie jetzt irgendwie ins Wasser fällt und dadurch überlebt. Ja, kann natürlich sein. Mal gucken. Also ich denke mal, dass Rachel noch im Leben ist. Also sie wird jetzt noch nicht tot sein. Denke ich auch. Gut, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.